Guten Morgen, ich bin hier bei meiner Abschlusskante. So, wie mache ich die? Ich mache vier Stäbchen, zwei Luftmaschen, vier Stäbchen. Dann überspringe ich hier einen Bogen, dann wieder vier Stäbchen, zwei Luftmaschen, vier Stäbchen. Und das Ganze ist richtig schön zusammengearbeitet. Kann es fast gar nicht sehen. Das mache ich immer ganz gerne so, dass ich in der letzten Häkelrunde vier Stäbchen, zwei Luftmaschen, dann nehme ich den Haken raus, verbinde das Ganze mit dem, mache nochmal zwei Luftmaschen. Nicht so, wenn ich das nicht machen würde, dann würde sich das ziehen. Also dann nochmal zwei Luftmaschen und dann runter, dann die vier Stäbchen, keine Luftmasche, dann in mein V ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, in das überliegende rum zu, wieder den Haken raus, so mache ich das immer, zwei Luftmaschen und dann das Stäbchen für das V. Ja, warum wirbelt mein Kleid, habe ich jetzt so gelassen, wie es war. Ich habe es nur oben ein bisschen enger gemacht. Das heißt, wenn ich das enger machen möchte, dann nehme ich immer feste Maschen. Dann mache ich fünf feste Maschen und häkel zwei feste Maschen zusammen. Dann habe ich am Ärmchen nochmal vier Reihen im Muster eingearbeitet. Und ja, das Ganze habe ich mit einem dreifädigen Bobbel gearbeitet mit der Nadelstärke Nummer 3 und verbraucht kann ich keine ganz genaue Angabe machen, weil ich den ersten Bobbel geschenkt bekommen habe und da stand auch nichts dran von wem, von was, von wo. Ich könnte das Ganze auch wiegen, aber das muss ich nicht machen, weil mir ist das egal, wie viel das wiegt. Ich denke aber mal so ungefähr 2200 Meter Lauflänge, damit ihr ungefähr einen Anhaltspunkt habt. Ja, und das Muster, das Heft durfte ich ja nicht filmen, fotografieren, aber es ist aus der Anna Spezial. Und dann stand irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, im Heft, für das nächste Heft 2001, nein. Was stand da denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Und das Heft ist leider nicht mehr hier. Wir sind ja eine Handarbeitsgruppe, das wisst ihr ja. Und da ist jemand, die möchte auch mein Kleid oder das Kleid nachmachen. Von daher kann ich euch das nicht ganz genau sagen. Also vielleicht googelt ihr Anna Spezial und abgebildet ist ein langes Kleid aus diesem Muster. Mit dem Muster. Ja, und den Bolero, den habe ich mir selbst kreiert. Okay, dann noch was von meinem Garn, von diesem grünen. Habe ich mal eine Spirale gehäkelt. Bisschen Garn habe ich noch. Vielleicht schaffe ich noch einen mehr. Mein Mann sagt, mach das doch bunt. Nee, vielleicht mache ich noch, weil ich gerne grün und lila mag. Zeige ich mal was. Da liegen meine beiden Kissen. Seht ihr das? Grün und lila. Deswegen habe ich eben gedacht, Bärbel, dann machst du vielleicht von dem Rest. Mache ich mir vielleicht noch ein paar Windspiele. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Dienstag. Die Sonne scheint, es ist hier mega schön in Emsland. Bis dahin, alles Gute. Ich muss zum Knopf und tschüss.